Hallo Leute und willkommen zurück zu Whispering Willows. Ich glaube, sind wir jetzt auf der richtigen Seite, wo wir noch nicht waren? Ja, ich glaube schon, weil hier waren wir noch nicht. Vorderseite der Villa? Nee, nee. Immer erstmal weiterschauen, was es hier eigentlich noch so gibt. Das Gasthaus. Ja, da wollten wir auch hin. Dann gehen wir da mal hin. Nö. Oh, die ganzen Bilder hier. Garderobe. Ich werde Dads Jacke nicht dort aufhängen. So, sie trägt seine Jacke und deswegen ist die auch so groß. Bin sehr gespannt, was hier noch so kommt. Ich finde das so cool hier. Badewanne. Notiz. Okay. All mein Beten, all meine Hingabe hat nichts gebracht, um Martha zu retten. Ich habe nicht mal die Ressourcen, um ihr einen richtigen Sarg zu bauen. Gott hat uns beide wirklich verlassen. Ich konnte sie nicht einfach dort in der öden Prärie für die Ratten und Maden zurücklassen. Nein, ich werde sie auch jetzt noch schützen, sogar im Tod. Wir wollten uns ein Haus in der Wildnis des Westens bauen. Sie wird mit uns kommen und sie wird nicht beerdigt, bis ich einen geeigneten Platz für sie gefunden habe. Wenn jemand es wagt, meiner Entscheidung zu widersprechen, Martha mitzunehmen, egal weswegen, werde ich denjenigen augenblicklich erschießen. Oha. Ich glaube, ich würde daran nur noch dreckiger werden. Oh, die Geräusche und die Musik ist auch derbe cool hier. Da war aber sonst nichts mehr, ne? Wie kann man hier nicht rüber? Doch. Flügel. Ja? Ich wünschte, ich könnte hören, wie jemand darauf spielt. Kannst du bestimmt. Du musst nur aus deinem Körper raus. Alonso Martinez. Hallöchen, junge Dame. Lass mich dir eine Melodie spielen, die so schön ist wie du. Nein, das ist es nicht. Ich muss mich entschuldigen, junge Dame. Ich kann mich nicht erinnern, wie sie geht und ich habe mein Notenblatt auch nicht. Wenn du mein Notenblatt finden kannst, würde ich dir gern ein Lied spielen. Okay. Wieder eine Notiz. Es ist viele Jahre her, seit mich der große Weißkopfserdler zum ersten Mal besucht hat. Sein Besuch ist immer ein Zeichen. Ich muss sehr vorsichtig sein, um die Bedeutung meiner Vision zu entziffern. Das Gefühl in meinem Magen warnt mich vor dem, was passieren könnte, wenn ich es nicht bin. Ich bin noch einmal mit dem großen Weißkopfserdler geflogen, aber diesmal hat er mir nicht gezeigt, was war oder was sein wird. Nein, stattdessen hat er mir gezeigt, was schon ist. Wir reisten gen Osten über das Land, wo die weißen Menschen in ihren geschäftigen Städten ihr beschäftigtes Leben leben. Sie sind von der Präsenz des großen Geistes abgeschnitten und werden von einem anderen Gott regiert, einem, der ihr Schicksal bestimmt. Ich konnte die Ausbreitung dieser Menschen sehen. Wie eine Krankheit wachsen sie und breiten sich aus. Ich sah Wege vor ihnen, die vor Feuer und vor Gold brannten und in den Augen der Männer schimmerten und sie waren davon hingerissen. Es ist ihr Schicksal, was sie in den Feuern sehen. Ersahen, das, wonach sich diese weißen Männer sehnen. Reichtümer suchen diese Menschen, aber sie werden nur Unruhe und Tod finden. Ich erwachte brutal aus meiner Trance, meine Decken waren in Schweiß gebadet. Wir müssen uns auf ihr Kommen vorbereiten. Wir müssen das Heilmittel für ihre kranken Seelen finden. Wenn nicht wir, wer dann? Die Pflicht fällt auf mein Volk, denn wir sind diejenigen, denen der Weg gezeigt wurde. Wir müssen unsere Lebensweise schützen, nicht mit Gewalt, sondern durch eine Verbindung mit der Natur und miteinander. Oh, hier kann ich auch durchgehen. Wollte ich das überhaupt schon? Nein, ich gehe nochmal zurück. Boah, wie cool das hier auch gemacht ist mit dem Haus und so. Was ist hier beim Schrank? Ist hier echt nichts? Ich hätte jetzt 100 pro gedacht, dass hier irgendwas ist. Dann will ich aber erstmal nochmal nach oben gehen. Huch. Vorhänge öffnen. Und dann kann man die auch wieder schließen. Hier kann ich durch die Tür. Tür klemmt. Dann gehe ich mal in den anderen Körper. Und schaue mich hier um. Ob ich hier irgendwas machen kann als Geist. Ich kann zumindest hier runter. Vielleicht mir irgendwas hier öffnen. Und da auch noch rot. Das mache ich aber lieber als Mensch. Was ist mit dieser Kiste? Ach, deswegen kann sie die Tür nicht öffnen. Okay.
Wieder zurück in den Körper. Tür aufmachen. Perfekt. Ich wollte aber gerne nochmal nach da oben, weil ich wissen will, was da ist. Da noch irgendwas war, was ich nur als Geist machen kann. Da man aber nach oben kann, müsste das ja auch so gehen. Ich öffne mal die Vorhänge, ich weiß aber nicht, wozu das gut ist. Bett. Ich bin müde, aber ich kann mich nicht ausruhen, ehe ich nicht Dad gefunden habe. Und nochmal einen Vorhang aufgemacht. So gruselig. Ich denke ständig, sie würde sich bewegen, also die Schaufensterpuppe. Was war mit der Kiste? Da war nichts mehr. Okay. Verschlossen. Was ist, wenn ich hier durchgehe? Oh, dann komme ich ganz woanders wieder hin. Natürlich ist die verschlossen. Gepäck. Huh, keine Rollen oder so. Aber eine Notiz liegt hier hinten. Eine Gruppe von jungen, mutigen Leuten hat eine Gruppe weißer Männer erspäht, die aus dem Osten kommen. Wir wissen noch nichts über sie. Es ist meine Hoffnung, dass sie keine Gefahr für uns sein werden. Allerdings müssen wir bereit sein, wenn es sein muss. Auch wenn wir diese neuen Freunde mit offenen Armen empfangen. Wir haben Essen zubereitet, sodass unsere Besucher von unseren Geschenken teilhaben können und um sie zu begrüßen. Einige der Frauen und Kinder haben sich vorbereitet, um zu fliehen, wenn diese Männer gewalttätig werden. Etwas, worum ich sie gebeten habe. Ich hasse es, daran zu denken, aber wir brauchen Menschen, um unsere Linie fortzuführen. Unter diesen Frauen und Kindern sind meine Töchter, Enkelinnen und Enkel. Wenn ich mich nicht retten kann, kann ich zumindest sie retten. Aber ich habe keinen Zweifel daran, dass diese weißen Männer uns wohlgesinnt sind. Solange wie wir uns selbst als einladend zivilisiert präsentieren, werden sie uns all ihre als ihre eigenen sehen. Na, hoffentlich. Da unten ist auch ein Spalt, sehe ich gerade. Gut, verwandeln wir uns mal und gehen mal erstmal durch diesen hier. Vielleicht kann ich die Tür öffnen. Oh, ein Geist. Huch, nein, ich wollte eigentlich mit dem reden, mit dem Geist. Verschwindet der irgendwie immer? Nö, der ist hier. Bleib hier. Lenora Freeman. Ich bin diejenige, die sie zum Wasser holen, zum Brunnen geschickt haben. Die einzige. Also habe ich den Eimer im Garten gelassen. Was werden sie tun, wenn sie mich nicht finden können? Durstig werden. Genau. Warte, warte, ich habe doch diesen Eimer. Was mache ich denn jetzt? Ich habe doch den Eimer. Kann ich ihr den nicht geben? Hier ist er doch. Kannst du ihr den nicht geben? Das ist ja doof. Sie will den Eimer haben, aber ich kann ihn ihr nicht geben, oder was? Oder muss ich das Wasser holen? Also ich glaube nicht, dass wir den Geistern hier anscheinend helfen können, aber wir können vielleicht selber... Weiß ich nicht. Ob wir das Wasser selber holen können jetzt mit dem Brunnen. Ich habe keine Ahnung. Da wir ja unten auch noch nicht überall durch die Türen gegangen sind, mache ich das mal. Ach, jetzt sind wir hier. Toilette. Die sieht nicht gerade gemütlich aus. Okay. Eine Falltür. Ah. Ein sehr enger Spalt sehe ich gerade. Hier komme ich nicht weiter, dann vielleicht unten lang. Ja. Ah.
Jetzt ist das Bild wieder richtig gerückt und irgendwas hat sich geöffnet. Na gut. Was ist, wenn ich hier... Ach so, das ist wahrscheinlich... Kann sie da jetzt lang, ne? Hier unten. Mhm. Ach, voll cool. Es ist für mich von der Spannung her so ein bisschen wie... Hier Dingens, wie hieß das Spiel noch? Deadlight. Auch so Sidescroller und so, aber trotzdem voll spannend halt, weil man wissen will, wie es weitergeht. Ein Notenblatt. Ich frage mich, wie die Melodie klingt. Ja, dann geben wir das dem Geist gleich. Das ist ja cool. Dann gehen wir wieder zurück. Dann haben wir das Notenblatt gefunden. Sehr gut. Ach so, ich muss ja durch die Tür. So. Und dann müssen wir irgendwie wieder so ein bisschen nach unten eher. Dafür müsste ich aber die Leiter, glaube ich, wieder nehmen und nach links nach unten. Ach so, ging das gar nicht? Hm. Doch. Oder bin ich jetzt falsch? Die ist auch verschlossen. Dann bin ich doch falsch gelaufen. Hm. Und die Tür war auch zu, ne? Ja. Okay. Dann muss ich doch nochmal andersrum. Dann hätte ich auf dem Gang bleiben können. Hm. Ah ja, okay, hier kann ich rüber. Hier bin ich hergekommen. Gehe ich mal erstmal hier runter. Ich glaube, die eine Tür und die haben wir auch noch nicht. Wir haben die zwei Türen, haben wir, glaube ich, noch nicht. Aber ich gebe mal erstmal das Notenblatt dem Geist, damit er uns das Liedchen spielt. Oh, danke, Elena, danke. Ich war ohne den Segen der Musik in meinem Leben so verloren. Nun werde ich das Lied für dich spielen, das ich versprochen habe. Oha, cool. Oh krass, und die Musik geht aber weiter. Dann gehen wir mal in den Keller. Ich gehe mal davon aus, wir müssen der Frau oben das Wasser bringen. Flying Hawk, ich spüre eine hohe Konzentration von Tod und Verwesung in der Nähe. Wir kommen wohl näher. Oh oh, dann passiert bestimmt wieder was Schlimmes hier. Ich muss bestimmt wieder abhauen dann. Du musst graben, Elena, und enthüllen, was darunter verborgen liegt. Ich habe aber nichts zum Graben. Ich brauche etwas zum Graben. Sag ich doch, bestimmt müssen wir nochmal raus in den Garten, wo wir eine Schaufel finden und vielleicht auch... Vielleicht kriegen wir die Schaufel aber auch von der Geisterfrau, die wenn wir das Wasser ihr bringen. Hm... Ich gehe nochmal eben aber durch die andere Tür. Ich meine, dass wir hier ja nicht alles ausprobiert hatten. Genau. Nee, hier waren wir noch nicht. Noch eine Notiz. Endlich kommen sie. Es wurde mir vor Jahren vorausgesagt, aber die Visionen sind mir noch frisch im Gedächtnis. Wir haben von Stämmen, mit denen wir handeln, gehört, dass der weiße Mann auf dem Weg ist. Ihre Expeditionen in den Westen sind gekommen und gegangen. Und sie finden diesen Ort interessant. Die anderen Stämme bringen Nachrichten aus dem Osten. Was wir gehört haben, lässt nichts Gutes ahnen, aber es stimmt mit dem, was der große Weißkopf-Seadler mir gezeigt hat, überein. Wir haben gehört, dass der weiße Mann gewalttätig ist, dass er wahllos für Gewinn und zum Vergnügen tötet, unbeachtet der Gesetze seines Gottes. Wir müssen den weißen Männern nun mehr denn je zeigen, dass wir in Frieden zusammenleben können. Wir sind alle Geschöpfe dieser Erde und diese haben wir gemeinsam. Wir werden sie wie Brüder von uns akzeptieren. Ich zweifle, dass das so klappt. Mom würde ausrasten, wenn unser schönes Geschirr so aussehen würde. Ich mag die Elena aber. Ist für mich eigentlich ganz sympathisch. Herd. Was für ein verrückter Herd.
Wieso? Ja, so ein Alter halt, ne? Den man noch so richtig anheizen musste. Meine Oma hat mir auch von solchen alten Herden erzählt, die die früher hatten. Und das war dann so eine Arbeit, wenn man die immer sauber machen musste. Und dann hat sie erzählt, dass sie dann immer die Zeitung überall auslegen musste, damit sie die Kohle, die Asche und so, ne? Also die Kohle halt rausbringen können. Und das machte halt voll viel Arbeit, das alles immer sauber zu machen. So, dann gehen wir mal hier wieder durch. Ich habe keine Ahnung. Jetzt sind wir wohl auf einer anderen Seite der Villa. Verbarrikadiertes Fenster. Ich frage mich, wie dieser Ort zu seiner Brütezeit ausgesehen... Blütezeit. Was laber ich hier? Eine Notiz. Ich bin letzte Woche in Kalifornien angekommen und ich konnte glücklicherweise bereits Arbeit für mich finden. Ich bin eine Tänzerin im hiesigen Salon. Es ist nicht das glamourose Leben, das ich mir vorgestellt habe, aber es ist etwas und das ist alles, was ich fürs Erste brauche. Der Salon beherbergt in seinen Wänden auch ein Bordell, aber ich könnte nie Zuflucht in solch einem Gewerbe suchen. Der Großteil der Stadt gehört einem Mann namens Wortham Willows. Ich habe diesen Mann noch nicht gesehen, aber sein Name ist jedem hier geläufig. Ihm gehört sogar der Salon, wo ich arbeite. Es gibt Gerüchte über ihn, ein paar gute, ein paar schlechte. Ich weiß nicht, was ich glauben soll. Oh, der Name, den haben wir jetzt auch schon öfters mal gehört. Hier kann man auch noch irgendwie reingehen. Aber ich schaue mich hier mal noch weiter um. Hier ist irgendwo ein Geist. Zwei sogar. Madame Loach oder Loge. Du meine Güte, es ist in letzter Zeit ziemlich kühl. Die unterhalten sich. Mitchell Hirsch. Bitte nehmt meinen Mantel. Eine Dame wie ihr solltet nicht frieren. Aber nein, was für ein Gentleman. Ich danke euch, Gütigste. Oh, ich versichere euch, Miss, das Vergnügen ist ganz meinerseits. Was ich so cool an diesem Spiel gerade finde, ist, dass man ja sozusagen deren letztes Ableben hier gerade sieht. Also, da ist der Brunnen. Ah, so. Jetzt kann ich in den Brunnen klettern. Flying Hawk denkt, dass sein Körper irgendwo im Gästehaus ist. Ich sollte besser dort nachsehen. Ja, aber warum kannst du denn hier nicht mal... Schade. Also kann ich das jetzt hier nicht machen. Na gut, haben wir aber den Brunnen immerhin gefunden. Dann gehen wir nochmal hier zur Rückseite rein. Oder komme ich hierher? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Nein, ich muss zuerst Flying Hawk helfen, seinen Körper zu finden. Okay. Gut. Okay, alles klar. Machen wir. Ja, man sieht so von den Geistern ja deren letzte Momente. Und das finde ich natürlich ziemlich cool, die Idee. Geräteschuppen. Ah, hier waren wir auch noch nicht. Eine Notiz wieder. Ich habe Geschichten von meinen Großeltern über diesen Ort gehört, als ich klein war, und wir haben in der Schule im Geschichtsunterricht davon gehört, aber ich wusste nie, wem ich glauben sollte. Die Geschichten von meiner Familie erzählten von einer dunklen Vergangenheit über brutalen Völkermord und menschenverachtender Versklavung von unseren Vorfahren, den Quantaku-Ureinwohnern. Die Geschichte, die ich in der Schule gehört habe, war ganz anders. Wortham Willows, der Urahn von diesem Ort, wurde als unabhängiger, vermögender Manager dargestellt, unter dem die Stadt erblühte. Die Sache ist, dass ich Beweise für beide Seiten sehen kann und die Beweise sind auf diesem Grundstück verteilt. Das wird ja alles immer verwobener. Hier haben wir die Schaufel. Wow, sieht sich einer diese Schaufeln? Ich frage mich, wie alt sie ist. Egal, wir haben eine Schaufel. Cool. Dann können wir jetzt wieder rein und uns in den Keller schaufeln. Nur das mit dem Wasser irritiert mich ein bisschen, dass das nicht geht. Dem Brunnen. Vielleicht kommt das ja noch. Dann gehen wir mal runter. Jetzt können wir uns ja einen Weg schaufeln. Ich habe ein bisschen Schiss, dass denn hier... Ich spüre eine hohe Konzentration. Tod. Düsternis. Aufpassen. So, schaufel mal. Oh nein, das ist nicht richtig. Wir haben diese gequälten Seelen der Toten ausgegraben. Elena G., verschwinde von hier. Oh nein. Oh Gott.
nur wie eklig. Sie hat voll Angst. Oh, wie unheimlich. Ich bin verwirrt, Elena. Ich war sicher, wir würden meinen Körper hier finden. Ich erinnere mich daran, gefallen zu sein, in Dunkelheit gefallen zu sein. Eine Grube der Verzweiflung. Bitte, Elena, wir müssen die Suche fortsetzen. Ja, habe ich ja gewollt mit dem Brunnen, aber du wolltest ja nicht. Das haben wir jetzt davon. Dann mache ich das alles nochmal. Neuer Tagebucheintrag hinzugefügt. Es gibt hier so viel, was ich nicht verstehe. Warum verspüre ich hier so ein Gefühl der Finsternis? Und warum sollte jemand meinen Dad entführen wollen? Flying Hawk weiß auch nicht genug, um mir harte Fakten geben zu können. Ich habe so viele unbeantwortete Fragen. Ich möchte einfach nur weinen. Ich fühle mich so ausgelaugt nach allem, was ich gesehen habe. Aber es spielt keine Rolle. Ich muss weitersuchen, egal was kommt. Mhm. Wie sie immer guckt, wenn sie so auf die andere Seite geht. So, ich probiere das jetzt nochmal mit dem Dingens hier, mit dem Brunnen. Vielleicht klappt das ja jetzt. So. Und das klappt jetzt sogar. Gut, dann lassen wir uns mal runter. Den ekligen Spinnen vorbei. Arme Elena. Oh ja, wir kommen näher. Ich spüre meinen Körper in der Nähe. Na dann, was wir nicht alles für den machen. Aber es war ja ein guter Mann, wie wir mittlerweile wissen. Das ist weit genug. Mein Körper liegt hier unter der Erde, direkt am Rand dieses Brunnens. Okay. Dank für deine Hilfe, Elena. Ich wäre ohne dich endlos durch die Welt gestreift. Ich kann jetzt meine Reise ins Jenseits beenden. Ich wünsche dir Glück dabei, deinen Vater zu finden. Was ist was? Ich versichere dir, dass er lebt, aber du musst dich beeilen. Ich werde über dich wachen. Lebe wohl, Elena. Du kannst nun endlich in Frieden ruhen, Flying Hawk. Dank dir weiß ich, dass mein Dad irgendwo im Anwesen ist. Danke für alles. Oh. Das war's? Ist er hier nicht mehr? Nee, anscheinend nicht. Das ist jetzt aber... Ja. Wir wollen jetzt nicht ewig hier im Brunnen bleiben, also gehen wir mal schnell wieder hoch. Ich frage mich, was jetzt kommt. Ob wir jetzt wieder in die Villa können oder... Neuer Tagebucheintrag. Flying Hawk ist jetzt fort. Er ruht irgendwo in Frieden. Ich freue mich für ihn. Wirklich. Er ist viel zu lang auf dieser Welt gewandelt. Ich wünschte nur, er hätte mich nicht ganz allein lassen müssen. Ich fühle mich ohne ihn ein wenig verloren, aber er hat mir schließlich etwas gegeben. Ich glaube nicht, dass ich ohne seine Hilfe so weit gekommen wäre. Und dank ihm weiß ich, was ich zu tun habe. Ich muss jetzt einen Weg in die Villa finden. Sie ist so groß und sieht von außen gruselig aus. Ich will das eigentlich nicht tun, aber wenn das bedeutet, dass ich meinen Dad finde, werde ich alles tun, was ich tun muss. Oh, die Arme. Dann versuchen wir das mal mit der Villa jetzt. Kapitel 2, Wortham's Warrior. So, da sind wir nun in der Villa. Kunterbunt. Ich habe mich heute Morgen mit dem Quantaco-Schaman getroffen, einem Mann namens Flying Hawk. Wir haben uns getroffen, um den Tauschhandel des Landes zu diskutieren, aber unser Gespräch hat sich gewendet. Er sagt mir, dass dieses Gebiet voll von spiritueller Macht sei, dass der Schleier zwischen diesem und dem nächsten Leben dünner als anderswo sei. Wir haben über Martha gesprochen, dass er mir helfen könnte, sie wiederzusehen. Ich habe ihm geglaubt und er bot mir seine Friedenspfeife an. Ich war nicht sicher, aber der Mann hat mir gesagt, dass er mir helfen würde, mich zu befreien. Ich probierte von dem seltsamen Rauch, den er mir gab. Und der Mann sagte mir, ich müsse loslassen, wenn ich sie wiedersehen wollte, dass mein Geist rein sein müsse.
Wir meditierten für einige Zeit. Meine Gedanken rasten währenddessen. Ein Anfall von Paranoia packte mich und ich erkannte, was der Medizinmann vorhatte. Er würde mir meine Hoffnung auf die Zukunft nehmen, mich ein Leben in der Wildnis leben lassen. Ich wusste, dass er versuchte, meine Gedanken zu vergiften und ich hätte gewettet, dass der Rauch auch eine schändliche Absicht hatte. Ich weigerte mich, solch eine Unverschämtheit zu dulden. Ich stand auf und forderte diesen Nekromanten zum Kampf heraus, aber er rührte sich nicht. Ich legte meine Hände um seinen Hals, aber noch immer rührte er sich nicht. Ich drückte, bis das Leben seinen Körper verließ und er zusammensackte. Ich ließ los und löste meine Finger von seiner Haut, als er umkippte. Ich verließ das Tipi und gab meinen Männern den Befehl, die Erde von diesen abscheulichen Wilden zu reinigen, wie Gott es mir befehlen würde. Darby tötete sogar zum ersten Mal. Ich wäre stolz auf ihn, aber er zitterte den ganzen Rest der Schlacht. Es war nur ein kleines Mädchen. Das sind schließlich nur Wilde. Das finde ich jetzt böse, was da gelaufen ist. Ich frage mich, wer das sein könnte. Das ist nicht so gut gelaufen. Gepanzerte Statue, das ist unglaublich. Vielleicht hatte Wortham doch keinen so schlechten Geschmack. Puh. So viel, was hier gerade passiert. Ich gehe mal hier durch. In der Hoffnung, dass es mir hilft. Da ist eine Notiz. Ich bin einer der wenigen Verbleibenden meiner Blutlinie, die von einer Linie mächtiger Schamanen abstammen. Ich mag zwar nicht die Kräfte haben, die sie einst hatten, aber meine Verbundenheit zur Natur ist genauso stark. Es hat mich etwas gedauert, bis ich bemerkt habe, aber hier ist eine unterschwellige Energie im Spiel, die durch die Luft schwingt. Der Schleier zwischen der Ebene des Lebens und der des Todes ist dünn hier. Geister scheinen sich zwischen dem Schleier zu bewegen, wie bei einer Osmose. Es ist fast unbeschreiblich, wie ich ihre Gegenwart hier spüren kann. Ich will wissen, was das alles bedeutet. Ja. Noch weiter höher. Ah, hier. Ah, eine Leiter. Okay. Dann habe ich mir hier schon mal jetzt geholfen. Ich glaube, ich bin gerade ein bisschen zu weit oben. Aber hier ist auch noch was. So, verrücken wir den mal. Oh, wollte ich gar nicht. Hat das gereicht? Oder muss ich den runterknallen lassen? Ah, ich muss ihn runterknallen lassen. Ah. Und dann kann ich da rübergehen oder so. Und ein Geist. Claire O'Halloran. Mein armer Darby, sein Mörder wurde nie gefunden, trotz der Bemühungen. Ich habe über seinen Tod nachgeforscht, aber etwas hat mich aufgehalten. Bis zum heutigen Tage weiß ich nicht, was es war. Bitte hilf mir, Elena. Ich kann nicht ruhen, ehe sein Mörder gefunden wird. Ich werde mich bemühen und gehe wieder in meinen Körper zurück. Gut, dann haben wir da oben ja einiges jetzt gemacht. Das finde ich super. Die Tür ist verschlossen. Dann gehen wir mal nach oben. Darby O'Halloran, wer betritt da diese Villa? Du solltest besser zuerst mit mir sprechen. Okay. Wo bist du denn? Bist du denn hier irgendwo? Komm raus, komm raus. Wo bist du denn? Ich habe bis jetzt noch gar kein Leuchten gesehen, irgendwie. Dass wir uns verwandeln können und dass er hier irgendwo ist. Was ist mit der anderen Seite? Oder hier? Ah. Ja, hier waren wir auch noch nicht. Da ist irgendwo ein Geist. Hier. Darby O'Halloran. Oh, es ist nur ein kleines Mädel. Wortham ist mein bester Kumpel. Du wirst an mir nicht vorbeikommen. Er will deinesgleichen nicht sehen. Meine Frau ist eher gewillt, ihre Zeit mit kleinen Mädchen zu verschwenden. Aha. Das werden wir ja noch sehen. Grammophon. Es gehört in ein Museum. Und da freut sie sich. Tja, also hier kann ich nichts machen. Wir haben ja mit ihm jetzt geredet. Tagebucheintrag.
Ich habe einen großen Mann namens Darby in der Villa getroffen. Er hat einen seltsamen Akzent, der wie irisch klingt, aber ich bin nicht sicher. Er wollte nicht lange mit mir reden, aber er hat jemanden namens Wortham erwähnt. Ich glaube, Wortham war der Mann, den diese Villa gehörte. Wir haben von ihm in der Schule gehört. Er hat geholfen, unsere Stadt zu errichten. Ich weiß nicht, warum dieser Darby-Typ ihn erwähnt hat, aber er wollte mir nicht viel sagen. Er hat mich sogar angeschrien, da habe ich ihn in Ruhe gelassen. Ich weiß nicht, warum er so gemein zu einem kleinen Mädchen ist. Das weiß ich auch nicht, aber immerhin können wir jetzt nach oben gehen. Wortham, Martha und Markus, die ganze glückliche Familie. Noch ein Geist. Claire O'Halloran, mein armer Darby, sein Mörder wurde nie gefunden. Ja, es ist so schrecklich. Ja, wir werden dir helfen, habe ich ja schon gesagt. So, jetzt können wir nämlich auch hier rüber gehen. Die Notiz da hatten wir aber schon eingesammelt. Und die Leiter habe ich auch runtergeholt. Der Boden hat hier nachgegeben. Dieser Ort ist nicht sicher. Ganz oben sind wir jetzt. Und ich kann die Tür sogar aufmachen. Sehr gut. Eine Kiste. Drücke Space, um loszulassen. So. Dann wieder verwandeln. Dann kann ich jetzt auch durch dieses Schlupfloch. Ah. So, jetzt habe ich den Trophäenzimmerschlüssel, den ich nach oben schweben lassen kann. Ach, das wusste ich gar nicht, dass man das auch kann. So, den habe ich jetzt. Oder nicht? Ja, wow, dieser Schlüssel hat solch filigrane Details. Aha. Sehr interessant, sehr interessant. Den Hebel haben wir schon gut. Gehen wir wieder runter. Ich glaube, hier komme ich jetzt nicht vorbei. Aber vielleicht können wir den Schlüssel auf der anderen Seite verwenden. Auf der rechten Seite waren wir auch noch nicht. Nee, eigentlich wollte ich nach oben. Genau. Nur mal wissen, ob ich das hier benutzen kann. Okay, ich habe den Schlüssel verwendet. Was hier in diesem Raum ist, sehen wir im nächsten Part von Whispering Willows. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt und freue mich und bin total gespannt auf den nächsten Part. Mir gefällt das Spiel immer noch richtig gut. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Bis dann!